Ja, meine lieben Freunde, heute ist es mal an der Zeit, ein kleines bisschen mit euch über Fallout zu sprechen, über die ein und andere Sache, die ich hier auf diesem Kanal vorhabe, denn ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass in letzter Zeit nicht wirklich viel Videos kamen. Deswegen war ich aber nicht untätig und in diesem Sinne würde ich mal sagen, lehnt euch zurück, schnappt euch was zu trinken, vielleicht eine Packung Chips oder Popcorn, was auch immer euch lieber ist, und dann quatschen wir mal ein kleines bisschen. Und in diesem Sinne heiße ich euch natürlich recht herzlich willkommen, liebe Waldbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Jawohl. Genau, in Fallout mit, oder es kam ja in letzter Zeit nicht so viele Fallout 76 Videos auf meinem Kanal. Hat auch seinen Grund, ich meine, ihr selber habt es ja auch mitbekommen. Es tut sich da halt momentan nicht so viel. Und ich weiß, dass Bethesda so einige geile Sachen noch im Petto hat, die wirklich klasse sind. Wo ich genau weiß, dass es da die ein und andere Zielgruppe geben wird, die damit wirklich getroffen werden, die das wirklich feiern werden, was da noch kommt. Aber jetzt aktuell ist es halt eben so, jetzt ist es halt mein persönliches Empfinden, ja, fühlt euch da bitte nicht auf die Füße getreten. Aber Fallout 76 ist halt momentan so ein bisschen, ja, ich sehe da halt irgendwie nicht so die Challenges drin. Ich spiele es zwar noch, ich mache auch noch meine täglichen Runden, farme hier mal da mal was und spiele auch das neue Invaders Event und jetzt momentan auch das Fleischhapper Event, was so da ist. Alles kein Thema, aber was videotechnisch angeht, da ist halt momentan jetzt nichts da, wo ich jetzt sage, okay, cool, das würde jetzt Sinn machen, darüber ein Video zu machen. Und seid mir nicht böse, fühlt euch jetzt bitte nicht getreten von mir. Aber ich möchte das nicht so machen wie andere Kollegen, auch im englischsprachigen Bereich oder im deutschsprachigen Bereich, die halt dienstags ein Video über den Atomshop machen. Ja, das macht für mich jetzt nicht wirklich Sinn. Auf gut Deutsch gesagt, ich bin raus aus diesem... ich muss jetzt Videos machen, um Klicks und Geld zu generieren, ja, da bin ich raus, ja, ich persönlich bin mittlerweile vom Kopf her mental auf so einem Level, sage ich jetzt mal, wo ich sage, ich mache ein Video dann, wenn ich Bock drauf habe, weil nur wenn ich Bock auf ein Video habe, merken das auch die Zuschauer und dann fühlt sich das gut an. Und wenn ich jetzt halt ein Video mache, nur damit halt mal wieder irgendein Video kommt, dann bin ich halt auch nicht so motiviert und ich persönlich finde, dass der Zuschauer das natürlich dann auch merkt. Gut, nichtsdestotrotz, es werden weiterhin Fallout-Videos kommen, wenn irgendwas ist, wo ich sage, okay, geil, hier ein neues Update, da ist jetzt das und das dazugekommen, das ist ja richtig cool, da mache ich ein Video auf jeden Fall dann drüber, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, ich lebe noch. Ansonsten ist für mich jetzt geplant und da kommen wir jetzt mal auf drei Themen zu sprechen, was euch auf diesem Kanal jetzt dann in Zukunft erwartet. Und zwar das erste ist, ich habe eine richtig, richtig, richtig geile Kooperation. Bin ich angefragt worden von einer sehr tollen Firma. Wer mich auf Instagram verfolgt und mein Instagram-Account schon mal abgecheckt hat, der wird vielleicht sogar schon wissen, worum es geht. Ich habe etwas bekommen von einer Firma, das darf ich auch behalten. Und da mache ich dann in 3 bis 4 Wochen spätestens, da wird noch ein Video dazu kommen. Ich bin das jetzt ausgiebig erstmal am Testen, muss mir da auch noch so 1, 2 Sachen dazu besorgen. Oder müssen tue ich es nicht, aber ich möchte es, weil wenn, dann schon richtig. Und da wird dann ein richtig geiles Review kommen. Wird für Gamer ist das auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Sache. Der Ersteindruck war auf jeden Fall schon Bombe. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass da so in 3 bis 4 Wochen ungefähr dann eine Produktplatzierung, ein Werbevideo, was auch immer, wie man das hier deklarieren soll, stattfinden wird, dass da halt eben was kommen wird, dass ich euch da was vorstelle. Gut, dann das zweite Thema ist, ab November kommt ja dann Starfield und Starfield wird definitiv das nächste große Ding. Das werde ich dann genauso ausklabustern und ins Detail gehen, wie ich es hier in Fallout 76 gemacht habe. Dass ihr euch da schon mal drauf einstellen könnt, wenn Starfield draußen ist, dann wird das eine geile Zeit, ja. Und könnt mir mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob ihr euch Starfield holen werdet, ob ihr überhaupt Interesse an dem Spiel habt oder nicht. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren, wer da alles mit dabei ist. Ich werde wahrscheinlich auch zum November dann auf die Xbox wechseln. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, weil ich werde mir im Laufe des Jahres eine Xbox holen und werde dann mir Starfield dann auf der Xbox dann quasi holen. Ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Gut, das nächste Thema und das letzte Thema ist, dadurch, dass ich ja in letzter Zeit, also der ein oder andere wird es ja schon mitbekommen haben, ich habe ja gut abgenommen, ja, ich habe ja jetzt vor knapp über einem Jahr, letztes Jahr im März, Februar, März habe ich angefangen mit Diät, mit Sport machen und so,
bin viel Fahrrad gefahren, Krafttraining gemacht. Ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, es müssten so um die 45 Kilo sein, die ich verloren habe. Ich müsste es nochmal nachrechnen. Und durch dieses ganze Fitnessprogramm, durch die Ernährung und durch viele Beschäftigungen mit vielen Themen, habe ich festgestellt, dass Fahrradfahren, Mountainbiken eine richtig, richtig geile Sache ist. Und ich habe für nächstes Jahr, also ich bereite mich jetzt seit letztem Jahr eigentlich schon fast drauf vor. Dieses Jahr wird ein sehr intensives Training stattfinden und zwar auf eine Bikepacking-Tour. Auf meine allererste Bikepacking-Tour, die ich jemals gemacht habe und machen werde erstmal. Und zwar, wer Bikepacking nicht kennt, man packt sein Fahrrad voll mit allem möglichen Zeug. Zelt, Schlafsachen, Kochsachen, alles aufs Fahrrad, in den Rucksack und dann fährt man halt eine sehr lange Zeit. Also ich denke mal, dass sich meine Tour so auf 2-3 Tage beschränken wird, mit Zeltübernachtung und so ein Gedöns. Und auf diese Tour möchte ich euch dann mitnehmen, die wird dann, wie gesagt, wahrscheinlich nächstes Jahr dann stattfinden. Dieses Jahr schaffe ich es nicht mehr, weil ich muss ja auch noch ein bisschen Equipment dazu holen und so. Und das kostet ja alles auch ein bisschen Geld. Das kann ich mir auch nicht einfach so alles auf einmal kaufen. Das wird so nach und nach alles passieren. Und ich werde aber dieses Jahr schon anfangen, Videos über diese Tour zu machen. Das ist dann quasi so diese Vorbereitungsvideos. Das werde ich dann halt eben so alles ein bisschen dokumentieren. Was habe ich mir hier gekauft? Was habe ich mir dort gekauft? Werde so ein paar Fahrradvlogs auf gut Deutsch gesagt machen. So ein paar Mountainbike-Vlogs. Ein bisschen quatschen mit euch. Einfach so ein bisschen mitnehmen. Die werden jetzt natürlich, da wird es jetzt keine festen Zeiten geben. Also nicht irgendwie, dass ich sage, so, ja, jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag kommt so ein Video, sondern die kommen, wann sie kommen. Ja, kann sein, dass da irgendwie morgen ein Video kommt, kann sein, dass in 2 Monaten erst wieder eins kommt, dann vielleicht nach 3 Wochen wieder. Also sehr sporadisch, sehr spontan. Da gibt es keine festen Zeiten. Möchte ich hier halt eben zusätzlich mit reinnehmen. Einfach, weil ich persönlich das Bedürfnis habe, das für mich persönlich einfach selbst festzuhalten in Form von einem Video, dass ich da später mal drauf gucken kann, den einen oder anderen von euch vielleicht auch mal zu inspirieren. Vielleicht, weil ich weiß halt zum Beispiel auch, und das soll jetzt keine Beleidigung sein, ich weiß, dass sehr, sehr viele meiner Zuschauer ja auch so ein bisschen gesundheitlich jetzt vielleicht nicht ganz fit sind. Und vielleicht fühlt sich der ein oder andere da dann so ein kleines bisschen motiviert durch die ganze Sache. Ich werde euch dann auch mal in einem Video mal so ein Vorher-Nachher-Bild von mir und meinem Körper, jetzt natürlich angezogen, jetzt nicht nackt oder so, aber werde ich euch dann einfach mal demonstrieren, damit ihr dann auch seht, was eigentlich in einem Jahr eigentlich alles möglich ist. Und werde da auch mal ein bisschen quatschen. Aber das machen wir dann alles in diesen Mountainbike-Vlogs, einfach weil ich vielleicht, wie gesagt, so das Bedürfnis habe, den einen oder anderen vielleicht damit zu erreichen und zu motivieren. Gut, das war es eigentlich auch schon mit den Thematiken. Das wollte ich eigentlich nur angesprochen haben. Fallout 76 ist halt momentan nicht viel los, deswegen kommen da auch nicht so viele Videos. Dann wird es ein Werbevideo geben, dann die Bikepacking-Tour auf jeden Fall. Da werde ich euch dann in den Vorbereitungen und dann die eigentliche Tour, ach so, wegen der Bikepacking-Tour, die braucht noch einen Namen. Ödländer on the Road oder so, 2023 oder so, ich weiß es nicht. Wenn ihr einen coolen Namen habt oder so, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich interessieren, vielleicht mal den einen oder anderen Vorschlag zu hören, falls ihr das Video überhaupt bis jetzt geguckt habt. Dann Starfield wird kommen ab November, vermutlich auch auf der Xbox. Wie gesagt, schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr euch Starfield holen werdet oder nicht. Seid ihr gehypt auf das Spiel oder nicht? Und das waren eigentlich so die Themen. Ich danke euch jetzt für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn, wir sehen uns im nächsten Video, Servusle und ciao.